So, willkommen zurück zu Ocean Block. Wollen wir doch mal schauen, dass wir hier heute ein bisschen vorankommen. Wir haben dort einen Baum, das ist sehr schön, den holzen wir gleich ab. Da hinten bauen wir gleich noch ein bisschen um. Dann für die Nacht, wenn die Mobs kommen. Hallo. Du hast immer noch Redstone und du hast immer noch, nimmst immer noch Papier. Ah, ich habe eine Errungenschaft. So. Habe ich alles Holz eingesammelt? Ich glaube ja. Das ist schon mal sehr schön. So, jetzt will ich mal kurz gucken, was wir hier noch haben. Nicht wirklich viel. Ich würde jetzt erstmal eine Axt noch machen. Nicht, dass wir gleich ohne dastehen. Und dann nochmal ein paar Stöckchen und mal gucken, was wir da an Zaun rausbekommen. Ja, ein bisschen was. So, ja, das ist schon mal okay. So, dann will ich nochmal schnell nach Setzlinge gucken hier. Gib mir Setzlinge. Oh, ein Apfel, das ist aber cool. Da ist ein Setzling, den sammeln wir gleich ein. Das dürfte mir jetzt nochmal einer in die Hand fallen. Ich brauche hier oben noch einen. Nö, das war wohl nix. Nehmen wir den. Dann packen wir den da gerade wieder oben hin. So, zack. Dann esse ich erstmal einen Apfel. So, mal gucken, was ich hier noch zum Futtern habe. Nix. Oh. Ja, das ist nicht viel. Gut, egal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Da stelle ich mich wieder drauf, dass ich das kriege irgendwie. Das habe ich nicht gekriegt. Na, ganz toll. Ach, das ist ja blöd. Ich versuche das jetzt von unten. Das dauert wahrscheinlich zu lange. Uah, ja, da gehe ich vorher drauf, bevor ich den abhab. Ich habe das so letztes Mal ganz gut hingekriegt. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? So, den habe ich. Das ist aber ekelhaft so. Ah, den habe ich auch. Okay. So. Das ist ganz schön blöd, so im Wasser zu arbeiten. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Am besten. So, und dann habe ich nur noch ein Holz. Da würde ich das nämlich hier mit Holz umranden. Einen Zaun drum machen. Da ist ein Baum gewachsen. Dass, ja, die Mobs nicht ins Wasser fallen. Dass ich die da nicht reinschubsen kann. Weil dann sind sie nämlich weg und dann bringen die mir ja nichts mehr. Und ich bräuchte die ja mehr wie dringend. So. Bisschen Holz haben wir wieder. Das könnte dann eventuell schon fast reichen, dass wir schon die kommende Nacht, die ja nur schon auf dem Weg ist wieder, dass wir, da dann schon vielleicht mal ein, zwei Mobs killen können. So. Ach, da ist auch ein Baum gewachsen. Na, das ist doch wunderbar gerade. Hier machen wir die ganze Erde dann auch noch weg. Die kommt erstmal wieder auf die Insel. Aber das machen wir dann gleich. Beziehungsweise, ich denke mal, nach der Nacht. Die Nacht werden wir jetzt hier. Obwohl, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann könnten wir das doch noch vor der Nacht schaffen. Huch! Mann, Mann, Gott sei Dank ist das nur Wasser. Und nicht das große Nichts.
So, da bin ich ja mal gespannt, ob die hier trotzdem spawnen. So, Holz habe ich ja noch. Dann machen wir noch ein paar Stückchen. Und noch Zaun. Na, so. Und so. Nun dürfte jetzt auch schnell ein Baum wachsen. So. Das Problem ist halt jetzt hier, dass die mich ohne weiteres halt ins Wasser kicken können. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, der Apfel. Oh, wie gemein. Das ist ja echt gemein. Dabei habe ich doch immer so einen Hunger. Okay, so, Setzlinge packen wir erstmal weg. Stöcker auch, Zaun auch. Und dann machen wir hier jetzt mal noch die Erde weg. Gott, das ist. Zack, den habe ich auch gekriegt. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Da das ganze Wasser hier absackt. Den habe ich auch. Gut. Die würde ich dann erstmal hier hin machen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie da runtergehen kann. Weil da ja Holz vor ist. Das jetzt trotzdem hier erstmal hinsetzen. In der Hoffnung, das wird irgendwann grün. Ich glaube, das. Ach nee, das wollten wir ja für oben behalten. Stimmt ja. So. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Was ich irgendwie sehr, sehr blöd finde. Hier Kürbiskerne, Kaktus. Kakaobohnen. Ja, die können wir auch nicht essen. Aber das hier können wir abschlagen. Schon mal einmal. Gut, dann machen wir das hier doch noch weg. Wah, Hilfe, Flutung. Und packen dann noch mal einmal Sand hin. Dann können wir nämlich schon dreimal Zuckerrohr anbauen. So, dann wird das nämlich vielleicht ein bisschen schneller fertig. So. Es wird Nacht. Ach Gott, es wird Nacht. Hilfe, es wird Nacht. Ach, jetzt kommt das Gras doch runter. Cool, hat das doch funktioniert. So, dann hoffe ich, dass jetzt ein, zwei Skelette auftauchen. Dass ich die platt machen kann. Und ich bete, dass ich keine Creeper. Dass ich mir hier keinen Creeper einfange. Keine Creeper, bitte. Sondern nur Zombies. Und mir so Spinnen. Und Skelette. Weil Creeper sind hier ganz schön gemein. Der Mond geht auf. Und da hinten tut sich noch nichts. Als nächstes machen wir dann hier an diesem Haus weiter. Ich hoffe ja, dass ich dann mal. Ja, mal gucken, wenn wir hier Grasfläche haben. Wird sich jetzt hier noch kein Viech verirren. Ich denke, dafür ist das zu klein. Aber wir müssen dann einfach mal. Ich habe mich nämlich ein wenig schlau gemacht. Auf den Meeresboden runter. Und dann mal schauen, dass wir da unten den Sand abbauen. Und unter diesem Sand soll irgendwo Erde sein. Warum spawnt denn nichts? Und Moment mal, warum ist denn das hier so dunkel? Kurz, dann seht ihr ja gar nichts. So, fertig. Fertig, zurück. Es ist alles umgestellt irgendwie. Ich habe vorhin meine Minecraft-Installation komplett neu machen müssen. Ich habe ein Texture Pack ausprobiert und den neuen MC-Patcher rüberlaufen lassen und da hat es mir dann zerschossen.
Habe ich dann am laufenden Band Error gehabt? Ich habe doch Monster an, oder? Ja. Warum spawnt dann nichts? Wahrscheinlich, weil Holz im Zoo ist, ne? Das wäre ja blöd. Hallo. Ich darf bei euch nicht reinfallen, sonst komme ich da nicht mehr raus. Ja, dann heißt es jetzt irgendwie warten, was ganz schön blöd ist, wenn da nichts spawnt. Das liegt mit Sicherheit an dem Holz um zu. Also am Zaun glaube ich nicht, wenn dann am Holz. Du verkaufst auch nur das Gleiche, ne? Ja. Hm. Das ist ganz schön doof. Also weit genug weg sind wir hier ja. Letztes Mal sind ja auch welche gespawnt. Könnten das höchstens eventuell dann noch ein bisschen ausbauen. Wenn dann jetzt noch ein Baum hier wächst, dann ist das ja kein Problem. Wir könnten uns so einen dann ins Haus stellen, aber das wäre auch blöd. Den müssten wir wieder abbauen. Ja, das ist ganz schön doof. Gehofft, dass da ein paar Mobs spawnen, dass wir die umhauen können. Vielleicht ein bisschen Knochenmehl bekommen. Aber nö. Nüscht es. Los jetzt. Ich gucke auch nicht. So, jetzt gucke ich. Und immer noch nichts. Und wenn ich so rumgucke, auch nicht. Ach, das ist ja doof. Das ist so richtig doof jetzt. Das ist mit Sicherheit wegen dem Holz und zu. Obwohl das eigentlich Schwachsinn ist. Die spawnen auf Erde. Und nicht auf Holz. Da ist Erde. Sogar viel Erde. In meinen Augen viel zu viel Erde. Ja, da müssen wir dann nochmal umbauen. Dann bauen wir jetzt da ein bisschen um. Warten wir jetzt nicht großartig irgendwie, ob doch was passiert. Wir bauen hier um. Ich hoffe, ich kann das meiste Zeugs irgendwie auffangen. Und dann machen wir das anders. Das lassen wir. Uah, also die habe ich gekriegt. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, welche Freude. Ja, genau. Und wieder ins Wasser. Juhu. So. Zack, den habe ich auch. Aber ich komme hier nicht raus. Das ist echt blöd. Ich muss jetzt immer hier oben zuschwimmen. Aber es sind jetzt nur noch der eine. Ah! Gott, fallen die schnell nach unten. Okay, die haben wir verloren. So ein Mist. So, den haben wir. Und dann den haben wir auch. Huch. So, jetzt wieder irgendwie nach oben. Ja, komm, wir holen nochmal zweimal Erde. Jetzt nix da spawnen, ja? Nehmen wir hier wieder weg. Erstmal. Wehe, das spawnt was. So. Dann zack, zack. Dann machen wir hier das Holz hin. Hauen das hier weg. Huch. Achso, komme ich wieder nicht raus, ne? Hier. Okay. So, mal gucken, wenn wir irgendwann mal Eimer haben, müssen wir diese blöden Strömungen dann einfach mal wieder auffüllen. Weil das sieht sonst sehr blöd aus. Den habe ich nicht gekriegt, ja, so ein Mist. So, dann machen wir uns hier einen Zugang noch hin. Machen hier also zu. Das Ganze ein bisschen breiter. So, ein Baum ist gewachsen, das trifft sich ja. Super trifft sich das. So. Nur noch den Baum treffen.